Hallo zusammen, jetzt gibt es das versprochene Love Letter Convention Video. Es wird ein bisschen so eher ein Laber-Video sein. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich werde euch immer wieder Szenen und Fotos einblenden und ich hoffe, das funktioniert soweit alles ganz gut. Ich hatte das Video schon mal gedreht und war total durcheinander geraten und ich befürchte, das wird jetzt auch wieder so sein. Das heißt, wenn ihr meine verplante Kuddelmuddel-Arten mögt, dann bleibt dran. Wenn nicht, dann nicht. Ja, also Love Letter Convention war dieses Jahr wieder in Berlin im Kulturhaus Spandau. Nächstes Jahr wird es woanders sein. Und es war die zweite Love Letter Convention, auf der ich war und ich war total begeistert, wirklich. Es war anders, aber es gab wirklich so punktuelle Highlights, von denen ich euch natürlich erzählen möchte, wobei das ganze Wochenende eigentlich ein Highlight ist. Fangen wir an mit Samstag, also die war am 25.05. Ich war, eigentlich dachte ich, rechtzeitig genug, aber wir mussten uns noch so lange draußen stehen und dann bekommt ja jeder sein Ticket und das hat so lange gedauert, dass ich das erste praktisch verpasst habe. Was aber nicht schlimm war, weil ich habe Katharina getroffen unter anderem und auch Natascha und alle möglichen und habe mir dann wirklich meine Love Letter Convention Tasche abgeholt, die ihr bestimmt auf Millionen Fotos gesehen habt. Ich muss mal eben kurz hier so. Die ihr bestimmt auf Millionen Fotos gesehen habt und ja. Also, das war ganz cool und, also wie gesagt, das erste habe ich leider verpasst. Und danach bin ich mit jemandem, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, und mit der Steffi zu einem Panel gegangen. Und zwar, jetzt verschluck ich mich schon, und zwar Contemporary. Und da habe ich festgestellt, dass Panels total mein Ding sind. Weil ich war auch in ganz vielen, also ich glaube, das war das meiste, was ich gemacht habe, sind Panels. Panel bedeutet halt, dass auf der Bühne Autoren sitzen und auch Verlagsmitarbeiter und dass man so eine Diskussionsrunde führt, was ganz cool ist, weil man kann sich gemütlich ins, also es war im Theater, ins Theater chillen und dann zugucken und davon habe ich auch ein paar Aufnahmen, die ich jetzt immer wieder einblende. Also Contemporary war das erste, da waren verschiedenste Autoren dabei. Ganz interessant war, was die so erzählt haben. So, da ging es um, ja, was Contemporary eigentlich ausmacht, wer das geschrieben hat und so weiter. Es war wirklich interessant, weil es auch eigentlich, ja, es ist schon so ein bisschen meine Richtung, aber nicht so wirklich meine Richtung. Dann bin ich sitzen geblieben, was wirklich genial war und war im, ich hatte mir das auch schon vorher vorgenommen, im Historical Panel und das war sowas von genial. Ich meine, ich lese ja gerne historische Sachen. Witzigerweise, viele fragen mich immer, ja, und wie ist es mit deinem Studium, weil du studierst ja Archäologie und wie ist es dann, was Historisches zu lesen? Das Schöne ist, dass es so spät ist, diese ganzen historischen Sachen, dass das überhaupt nicht meins beeinflusst. Also ich könnte zum Beispiel keinen historischen Roman um 400 nach Christus lesen, das wäre dann schon problematisch, aber sowas, hier Regency-Zeit, also kein Problem. Also ich lese das total gerne und das war wirklich, also das Panel war schon eins dieser ersten Highlights. Allein schon, ich muss mal kurz gucken. Wurde als eines der besten Bücher 2010 von Publishers Weekly nominiert. Genau, sehr beeindruckt hat mich da Corinna Bohmann. Also alle anderen auch, aber bei ihr war es so, ich kannte sie vorher nicht. Also sie hatte den Lavendelgarten, glaube ich, geschrieben. Und der Mondschein, oder Mondscheingarten? Ich habe das Buch auf jeden Fall drüben. Und sie hat dann von ihrem historischen Roman Die Spionin erzählt. Und sie hat das so toll gemacht. Und hat auch so andere Verbindungen gezogen, weil es ging ja um die Diskussion, da war Janine Krog auch dabei unter anderem, wie viel Fantasy denn ein historischer Roman hat und dass man natürlich immer nur so Aspekte sich aus der historischen Zeit rausgreift und da dann was schreibt, weil wenn man natürlich eins zu eins so eine Lebensgeschichte von irgendwem, wäre es natürlich nicht so, ne? Also es war total gut und wie gesagt, die Corinna Bohmann
hat mich extrem beeindruckt. Ich musste so lachen zwischendurch und dachte so, hey, die willst du auf jeden Fall lesen, das ist auch auf meiner Wunschliste. Und ich weiß nicht, ob ich es als Hörbuch höre oder mir als Buch kaufe, aber ich werde es definitiv mehr zu Gemüte führen, sagt man dann ja, anhören, anlesen. Werde ich mir auf jeden Fall besorgen, das Buch. Dann war ich bei einem Blind Date. Blind Date lief in diesem Fall so ab, dass man in einer Gruppe von Mädels zusammensaß. Ein paar Jungs gab es auch auf der Love Letter Convention, die sind aber meistens in der Unterzahl. Entschuldigt mich wirklich. Und die sind dann, und die Autoren wechseln so alle Viertelstunde. Oh Gott, wen hatten wir denn? Als erstes hatten wir Michelle Stiles, die total süß war, uns Bücher geschenkt hat und mit der wir so allgemein über alles Mögliche gequatscht haben. Dann hatten wir, heißt sie Sherry Adair, die auch total süß war, die mir auch ein Buch geschenkt hat, weil wir so rumgealbert haben, weil da drauf ein extrem attraktiver Mann war. Ich glaube, das habe ich euch auch in meinem letzten Haul-Video Bücherneuzugänge, das könnt ihr euch gerne angucken, da seht ihr auch die ganzen Bücher, die ich auf der Love Letter Convention bekommen habe. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das hat sie mir dann geschenkt und wir haben richtig rumgealbert und dann, oh Gott, dann war da, mir fällt der Name nicht ein. Ach, sie hat Luke geschrieben. Also es tut mir so leid, wenn ich irgendeine Autorin vergesse, weil es sind so viele einfach gewesen. Stephanie Ross, genau, Stephanie Ross war dann noch da und hat uns so von ihren Büchern erzählt und war auch total unterhaltend und hat wirklich Spaß gemacht, also Blind Date war total genial. Danach bin ich eigentlich in die Mittagspause gegangen, aber da war Signierstunde und ich bin dann so später so dazugekommen, habe dann festgestellt, oh, es ist eine Signierstunde. Signierstunden liefen bisher so ab, Gott sei Dank nichts, hoffentlich ist es nächstes Jahr anders. Das ist in einem relativ kleinen Raum, sich alle quetschen und total stickig und man ewig ansteht und ja. Aber das war okay, aber dadurch habe ich, weil ich so lange gestanden habe und die... Autorin auch ewig weitergemacht haben, die haben nicht nur diese Stunde weitergemacht, habe ich dann das nächste Panel leider verpasst. Da hätte ich gerne eins gesehen, was auch wirklich richtig gut war, laut Katharina. Nee, einen Workshop wollte ich da machen, genau. War ein bisschen schade. Und dann habe ich sie wieder getroffen, also Katharina, und da haben wir gequatscht. Und dann haben wir so ein Quatschen gekommen, dass wir das nächste aufgepasst haben. Und dann gab es abends dann, also abends um 16 Uhr, dann schon wieder die Signierstunde. Die habe ich mitgemacht, war auch okay soweit. Das Gute war, dass sie da eine Tür aufgemacht haben, dass man auch Luft hatte. Und ja, dann war schon der erste Tag um. Ich war abends, wollte ich eigentlich mit den Mädels vom Liebesromanforum, das verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox, essen gehen. Aber meiner Mutter ging es nicht gut, die war ja mit in Berlin. Und dann war ich bei meiner Mama. Und dann kam auch schon wieder der nächste Tag. Also ich hoffe, dass ich euch jetzt so ein bisschen zwischendurch mal was einblenden kann. Ich weiß, dass meine Aufnahmen relativ leise sind, das tut mir auch leid. Aber ich konnte ja nicht direkt so vor der Autorin stehen. Achso, das war auch ein Panel, ein bisschen blöd. Ich glaube, das ist mit meiner einzige Kritik neben den Signierstunden, dass der Tisch immer so blöd stand, dass man immer nur die Köpfe der Autorin hatte bei vielen. Oder halt unten runter. Man hätte auch oben im Theaterbogen sitzen können, aber da hätte man immer so drauf runtergeguckt. War auch nicht so. Wie gesagt, nächster Tag, da war ich schlauer, da bin ich ein bisschen früher gefahren. Da wusste ich nicht, wo ich hin sollte. Viele haben sich Rubin Roth angeguckt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und bin ins Panel E-Books gegangen. Und da war ich dann wirklich überrascht, wie interessant das doch war. Weil, ja, ich lese auch E-Books, mehr oder weniger. Aber das hat mich nochmal so überrascht einfach, weil es auch viel um den amerikanischen und den englischen Markt ging. Sam Hain war ja auch einer der Sponsoren, das ist ja ein englischer Verlag. Und, Entschuldigung, mein Stuhl quietscht hier. Nicht wundern, für die mein erstes Video jetzt sehen. Wobei, warum guckt ihr das? Naja, jedenfalls, ich bin schon wieder total verwirrt. Es war total interessant, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich war richtig überrascht davon. Und ja, also es war total interessant, weil da ging es auch zum Beispiel, wie viel ein Autor so prozentual grob an einem E-Book verdient in Amerika und wie viel an Büchern und das zum Beispiel, wer hat uns nicht den Tipp gegeben? Complete novice and these two analyze the situation and take rational decisions. Mine was, my format is saying, do you want extended distribution?
Sherlock. Sure. I had no idea what I was doing. And because this, there's a huge learning curve. Presumably at some point you guys weren't experts either. So Was Mahdi? Nee, ich glaube, das war Vivian Arendt, hat uns einen Tipp gegeben. Die wohnt, glaube ich, aus Kanada. Und sie kauft sich mal Anfang des Monats so eine Karte. Und für das Guthaben kauft sie dann E-Books. Und wenn das weg ist, dann kauft sie sich die nächste. Aber zumindest hat sie so einen gewissen Rahmen, dass sie nicht wie weiß, wie Bücher hortet. Und dass es in Amerika ja auch so ist, dass nicht überall ein Buchladen ist. Und das, ach, es war total interessant. Ich habe sowieso an diesem Wochenende extrem viel gelernt. Und ich möchte das auch nicht alles, also ich kann das nicht alles wiedergeben, weil man, es fällt einem nach und nach ein und man muss ja auch vieles erstmal verarbeiten und es war richtig, richtig klasse. Danach bin ich auch wieder sitzen geblieben und zwar waren wir im Schauplatz Deutschland, das war ganz interessant. Gerade, also es ging auch gerade, die Diskussion war ja Laura Wulff, also Sandra Henke halt, da war und sie gesagt hat ja, das Krimi, also hat ja Laura Wulff geschrieben, wohl immer total gut gehen, wenn es Regionalkrimis sind, aber wenn es um Liebesromane geht, dass dann eher sowas geht wie Sylt, also so Orte, wo wir Urlaub machen, also es geht halt nicht Köln-Porz oder so. Interessant war dann Kerstin Gier und Christina Günnack, ja, die da gar nicht aufgeführt ist. Jedenfalls, die dann gesagt haben, ach nee, genau, die ist ja Christina Stephan, genau, mit ihrem neuen Roman, wo es dann darum ging, dass sie aber diesen Alltag wollen und dann gab es ja diese große Diskussion und das war total interessant, auch mal sich das anzuhören, weil mir das gar nicht so bewusst war. Also ich lese natürlich, dadurch, dass ich viel so paranormale Romane lese, meistens spielen die in Amerika und England und so, aber es war schon interessant, das mal zu hören und wie gesagt, von Kerstin Gier habe ich zum Beispiel alles bis auf ein Buch gelesen. Dann war ich auch, also die Panels waren immer Highlights, in einem Workshop und ich glaube, da habe ich Katharina getroffen, genau, und die hat auch gesagt, wenn man nicht dabei gewesen ist, dann kann man das gar nicht beurteilen. Wir waren im Workshop von Tina Folsom. Mit dem Thema All About Sex, aber auch ein Mann anwesend und wir haben so was von gelacht und es war zum Teil auch interessant, also das stimmt auch, aber hauptsächlich war es total lustig und wir haben wirklich, ich musste so lachen, ich musste einmal so losprusten, ich konnte mich gar nicht zurückhalten, worüber wir geredet haben, also es ging um diverse Themen, auch gerade die Darstellung von Sex in Büchern und Homosexualität zum Beispiel und ja, also das kann man gar nicht so wiedergeben, weil es einfach nur ein absolutes Highlight war und ich mich nicht mehr einbekommen habe vor Lachen, also das war wirklich, ich habe nur noch geschrien, wirklich, also ich hätte schreien können vor Lachen, weil es wirklich total interessant war und absolut Spaß gemacht hat. Danach war ich bei der Signierstunde. Danach habe ich Mittagspause gemacht mit der Katharina und dann waren wir in der Signierstunde, weil da waren alle mal Autoren. Vorher war es so ein bisschen verlagsabhängig, da waren einfach alle, weil ich halt auch von Tina Folsom halt gerne ein Autogramm haben wollte. Und das habe ich dann alles gemacht und dann haben wir Mittag gegessen, also ich war relativ schnell fertig und dann war ich beim Spiel, ach nee, das hatte ich ja vorher Mittag gegessen, genau, ich bin schon ganz verwirrt hier, und dann war ich beim Spiel Shock the Queen und zwar wurde das von Delia Marvel, also das ist eine englische Autorin, geleitet, es stand zwar auch dann deutsch-englisch, es war aber auf Englisch das Spiel, was absolut, absolut genial war, also es war so, man konnte sich einen Partner nehmen, wenn man nicht so gut Englisch kann. Ich habe gedacht, naja, wenn jetzt historische Fragen kommen, ich hätte gerne eine Partnerin, die wirklich einwandfrei Englisch kann. Ich kann Englisch, aber nicht so gut. Und dann habe ich meine Partnerin genommen und ja, das war total genial. Wir standen auf der einen Seite des Raums, die Autoren auf der anderen Seite. Und dann wurden immer so Fragen gestellt und man sollte halt aufschreiben und schnell die Antwort sagen. Und wir haben, also das war so genial. Und wenn man die richtige Antwort gesagt habe, wurde Queen Elizabeth die erste so hochgehalten, wo sie so ganz normal so ein Bild hat. Und wenn man die Frage falsch hatte, dann gab es eine mit Photoshop so ein Bild, wo sie dann die Zunge rausstreckt. Und das war so lustig teilweise. Und auch so Fragen. Also anfangs hat ein Mann vorne gelegen. Ich glaube, das können wir Frauen alle so nicht so ganz abhaben.
haben, aber wir haben ihn dann noch geschlagen. Es gibt das Mädel, was neben uns stand, das war dann erste und wir waren zu zweit und durften uns auch was aussuchen. Und da waren halt solche Sachen wie, also ich habe auch gelernt dabei, wenn eine Frau einem Mann eine Locke schickt, die sie im Blut tunkt, was bedeutet das? Und da habe ich halt mit ihr rumgerätselt, also wir waren auch ein richtig gutes Team und ich meine dann ja vielleicht, dass sie ihre Periode hat, das stimmte auch. Oder wie viel, also später war auch die Frage zum Beispiel, wie viele Geschlechtskrankheiten Casanova hatte oder wenn man eine Treppe hochgeht, geht der Mann oder die Frau zuerst und solche Sachen. Und also es geht alles um die Regency und so Zeit und es war total spannend und ja, ich war hin und weg und meine Partnerin, also falls du das mal sehen solltest, melde dich ruhig. Es hat total Spaß gemacht und es war total witzig und wir haben wirklich, wirklich Spaß gehabt und das war wirklich auch mit eins dieser Highlights. Ich habe so viele Highlights, aber das war auch ein totales Highlight, weil wir wirklich so Spaß gehabt haben. Und nach dem Spiel musste ich unbedingt ins Paranormal Panel gehen, weil das ja auch genau mein Genre ist. Und bitte nächstes Mal am besten 2 Stunden, 3 Stunden am liebsten, weil ich nur gelernt habe und nur gelacht habe und wirklich so vieles in mich aufgenommen habe. Also witzigerweise waren da wirklich auch, es waren nicht so viele, weil die meisten schon angestanden haben, wie Signierbücher von Lux. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte erstmal ins Paranormal Panel gehen und es waren also nicht so viele da und die Diskussion war dann ziemlich interessant. Also es ging auch so zum Beispiel, dass man, also das Alpha-Männer und dass man aber selber lieber einen Beta hätte im Privatleben, also im realen Leben. Und dann haben wir uns über Christy Cole unterhalten, über das erste Buch und so weiter. Und die Diskussion, weil halt überall Leute saßen, die auch genau das wirklich schreiben, beziehungsweise auch gelesen haben, gab es so eine kleine Diskussion, was total toll war. Und ich würde jederzeit wieder dieses Panel machen, was absolut genial war. Und dann gab es die Signierstunde von Lux, da habe ich nicht teilgenommen. Das war mir zu viel. Ich habe mich dann lieber mit Mädels noch unterhalten, habe Kirsten Gier im Aufzug getroffen und ja, also ich habe überhaupt, also es war total schön. Ich glaube, habe ich die mitgemacht? Nee, ich glaube am Schluss, nee, auch nicht. Es war wirklich, wirklich schön und ich bin dann ins Gespräch geraten, auch mit einer ganz, ganz lieben Love Letter Convention Mitarbeiterin. Ich habe deinen Namen nicht mehr, aber sei gegrüßt, die mir ein Poster organisiert hat, das ich euch nicht einblende, aber das seht ihr bestimmt mal in einem der Videos. Und das heißt, ich habe ein Poster von Cora Verlag und das ist so schön. Das ist von Conny Milan, heißt die so? Das Buch habe ich sogar auch und das ist gerade drauf, das habe ich heute bei Edeka entdeckt. Die irgendwas mit Kortisane. Kortisane? Oh Gott. Ja, wie heißt denn der Buchtitel? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber total genial. Es ist auch gerade draußen. Und es war einfach ein absolut geniales Wochenende. Wie gesagt, wir haben ewig noch gequatscht und man ist dann so noch so drin und meinte, es könnte noch einen Tag länger gehen, aber es war wirklich, wirklich schön und ich habe viele, viele Erfahrungen gemacht, viele neue Leute vor allem auch kennengelernt, auch Abonnenten getroffen, was aber ganz cool war, weil ich, viele kannten die Mediamarkt-Geschichte, aber da bin ich so überfallen worden, weil ich damit nicht gerechnet habe. Da war es jetzt so, man hatte gleich ein Thema. Man konnte darüber sprechen, welche Autoren hast du denn gelesen und wen hast du denn schon getroffen, wo warst du denn und was interessiert dich noch? Man hatte gleich ein Gesprächsthema, man war nicht dieses, oh mein Gott, wobei, ein bisschen habe ich mir das auch gedacht. Weil ich einfach so, es ist komisch, wenn jemand sagt, ich kenne dich von deinen Videos, oh mein Gott. Witzigerweise hat das auch eine Verlagsmitarbeiterin von Mira gesagt, was mich ein bisschen irritiert hat. Ich dachte nicht, dass Verlage meine Videos gucken. Vielleicht sollte ich mal geordneter und strukturierter vorangehen. Wird wahrscheinlich sowieso nichts werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Tag, eine schöne Woche, viel Spaß beim Lesen und ja, tschüss!